Die Pflege allgemein ist ein sehr krisensicherer Job. Wir haben gute Arbeitsbedingungen, wir haben tolles Personal, wir haben tolle Einrichtungen und auch eine super Ausbildungsqualität. Zweimal jährlich, jeweils zum 1. August und zum 1. März, bietet die Wohnen und Pflegen Magdeburg GmbH neue Ausbildungsplätze als Pflegefachfrau oder Pflegefachmann an. Rund 40 Ausbildungsplätze besetzt die WUB in ihrer 8. Pflegeeinrichtung. Das ist ja die neue generalistische Ausbildung, die wir ausbilden. Keine Altenpflege im klassischen Sinne mehr, sondern wirklich ein Pflege-Allrounder, der in allen Bereichen dann tätig sein kann. Also wer eine gute Ausbildung absolviert, der wird auch zu 100% übernommen. Die dreijährige Ausbildung ist in einen praktischen und in einen schulischen Teil gegliedert. Der Unterricht findet in einem 4- bis 5-wöchigen Blocksystem statt. Dadurch liegt der Fokus jeweils auf der Schule oder auf der Arbeit in den Pflegeeinrichtungen. Die Azubis werden an der Berufsschule Dr. Otto Schlein in Westerhüsen unterrichtet. Die Schule ist auch sehr gut. Wir lernen da auch sehr viel Praktisches. Wir haben ein Pflegekabinett oder 2 Pflegekabinetten in der Schule, worauf wir hin auch alles in der Schule erst üben, was wir dann später in der Praxis dann anwenden können. Bei dem praktischen Teil der Ausbildung wird darauf geachtet, dass man alle Bereiche der WUB durchläuft. Dadurch wird eine Vielfalt an Kompetenzen an die Azubis weitergegeben. Also mir gefällt an der Ausbildung eigentlich, dass wir in alle Bereiche mal reingehen. Das heißt, dass wir auch ins Klinikum gehen oder ins Krankenhaus gehen und auch in den ambulanten Dienst und dass wir auch den Psychiatrieeinsatz haben. Neben einer hohen Qualität bei der praktischen und theoretischen Ausbildung genießen die Azubis bei der WUB einige Benefits. Eine faire Vergütung nach dem Haustarif und 16 Jahre Erfahrung in der Ausbildung von Pflegekräften sind nur ein Teil davon. Ja, das Skills Lab, was gerade in der Eröffnungsphase ist. Es wird gerade viel gebaut und eingerichtet, damit wir dort den guten Theorie- und Praxistransfer umsetzen können. Wir haben Dienstkleidung, die gestellt und gewaschen wird. Das ist auch sehr wichtig. Wir haben eine Sodexo-Karte, die gibt es nach Ablauf der Probezeit. Die wird monatlich mit bis zu 40 Euro netto beladen. Das Team spielt eine große Rolle bei der WUB und das Kollegium bietet eine familiäre Atmosphäre. Daher sollte man nicht zu eingeschüchtert sein von dem krisenfesten und gesellschaftswichtigen Beruf Pflegefachkraft. Als Tipp würde ich den neuen Azubis oder die Azubis werden möchten, auf den Weg mitgeben, dass sie vielleicht auch einfach keine Angst haben vor der Ausbildung, weil man ja auch immer sagt, sie ist sehr schwierig und so, aber wenn man dabei ist, dann schafft man das schon und hier sind sehr viele Leute, die sich um einen kümmern und einem helfen, dass man das hier alles schafft. Weitere Informationen über die Ausbildung bei der WUB findet ihr auf wub-magdeburg.de.